Unsere Welt ist voll davon. Mit ihm speichern und übertragen wir Informationen. Wir verpacken und bezahlen damit. In jeder Minute unseres Alltags sind wir mit dem Material in Berührung. Ein Leben ohne Papier? Kaum vorstellbar. Kaum vorstellbar ist auch, dass dieses 2000 Jahre alte Material unser Leben schon bald erneut revolutionieren wird. Denn Papier bleibt nicht nur Papier. Es wird sich in ein elektronisches Medium verwandeln, mit vollkommen neuen, nie geahnten Fähigkeiten und Funktionen. Sie hat diese Revolution angestoßen. Elvira Fortunato von der Universität Lissabon. Ich bin Ingenieurin und deshalb macht es mir Spaß, die Verwendung von Materialien zu erweitern, sie ein wenig zu manipulieren und so für ganz andere Zwecke zu nutzen. Die Geschichte mit dem Papier beginnt für die portugiesische Materialforscherin bei einer Diskussion mit ihrem Team. Auch ihr Mann Rodrigo Martins ist mit dabei. Gemeinsam suchen sie nach Möglichkeiten, elektronische Schaltungen auf flexible Oberflächen zu bringen. Da das Papier ein Biopolymer und auch ein flexibles Material ist, sind wir auf die Idee gekommen, Papier als Trägermaterial für Transistoren und elektronische Schaltungen zu nutzen. Das klappt gut, wie sich herausstellt. Doch da kommt Elvira Fortunato ein anderer entscheidender Gedanke. Warum sollte Papier nur Trägermaterial für elektronische Schaltungen sein? Es könnte doch auch elektronisches Bauteil werden. Da wir wussten, dass Papier eine isolierende Wirkung hat, überlegten wir, Papier auch als aktives Element innerhalb eines Transistors zu verwenden. Transistoren sitzen millionenfach in jedem Mikrochip unserer elektronischen Geräte. Solche Transistoren wirken wie ein Schalter. Liegt eine Spannung an, schaltet der Transistor auf Durchzug und Strom kann fließen. Damit der Transistor so funktioniert, ist ein Bauteil unverzichtbar. Zwischen seinen elektrischen Anschlüssen sitzt eine isolierende Schicht. In herkömmlichen Chips besteht sie aus reinem Silizium. Genau das will Elvira Fortunato in ihren neuen Transistoren mit Papier ersetzen. Ein Mitarbeiter ihres Teams soll ihre Idee in die Tat umsetzen. Auf ein kleines Stück Papier trägt er die Schaltelemente eines Transistors auf. Und siehe da, sobald Spannung anliegt, fließt Strom. Der Papiertransistor funktioniert. Obwohl ich dachte, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Transistor funktioniert, der mit Papier gemacht wurde, sehr niedrig ist. Mein Kollege hat den Transistor gemacht und gleich nach dem ersten Versuch hat er gesagt, schau, es funktioniert. Wir waren sehr glücklich und sehr froh hier im Labor, als Erste in der Welt etwas zu machen, was neu und innovativ war. Vom ersten Erfolg angespornt, bauen die Forscher in ihrem Labor einen Tintenstrahldrucker um. Statt Tinte druckt er nun die elektronischen Komponenten eines Transistors auf das Papier. Mittlerweile hat das Team um Elvira Fortunato auf diese Weise in den Labors der neuen Universität Lissabon viele unterschiedliche Papiertransistoren gefertigt. Einzelne elektronische Anwendungen, Blatt für Blatt. Darunter auch Biosensoren für einfache medizinische Tests. Oder Schaltungen, die zuerst unsichtbare Bilder auf Papier plötzlich sichtbar machen. Auch Solarzellen auf Papier sind möglich. Sie erzeugen schon bei Kunstlicht Strom. Selbstverständlich, wenn wir über elektronisches Papier reden, wird es auf gar keinen Fall alles ersetzen, was man heute mit Siliziumtechnologie macht. Aber elektronisches Papier wird zusätzlich zu den bestehenden Technologien eingesetzt werden. Und zwar für Anwendungen, die wenig kosten und die in großen Mengen produziert werden sollen. So könnten wir künftig im Supermarkt auf Verpackungen stoßen, die wechselnde Preise oder andere Informationen anzeigen.
Das Internet der Dinge rückt näher. Die Energie dafür kommt von Solarzellen im Papier. Visitenkarten könnten bei Berührung Text und Bilder zeigen oder in die gewünschte Sprache wechseln. Und in Zeitungen könnten sich Werbungen oder Grafiken tatsächlich bewegen. Der größte Vorteil ist, wenn man Papier für den Bereich Elektronik nutzt, dass es erneuerbar ist. Außerdem handelt es sich um ein flexibles Material. Die Kosten sind niedrig und das Material ist schon da. Das Papier muss man nicht neu erfinden. Die Vielfalt der Produkte mit Papiertransistoren ist scheinbar unendlich. Denn die Eigenschaften von Papier, seine Struktur, Größe und Natur der Fasern oder enthaltene Mineralien können die Anwendungen beeinflussen. Das Team um Elvira Fortunato ist gerade dabei, diese Zusammenhänge zu erforschen. Mittlerweile wird weltweit am elektronischen Papier geforscht. Aber Elvira Fortunato hat das Patent auf diese Technik. Die schöne neue Welt der Papierelektronik wird unseren Alltag revolutionieren.